Ja, guten Tag, meine Damen und Herren, begrüße Sie zur Pressekonferenz im Anschluss an die Partie der zweiten Bundesliga zwischen dem FC Energie Cottbus und den Gästen vom FC St. Pauli. Die beiden Trainer haben Platz genommen. Ich begrüße André Schubert und darf ihm gleich das Wort übergeben. Bitte schön. Danke. Ja, erstmal freuen wir uns natürlich sehr, dass wir die 3 Punkte geholt haben. Für uns war es wichtig nach dem Spiel gegen Aue und auch der Spiele der Vorwochen, dass wir es wieder schaffen, kompakter zu stehen, aggressiver gegen den Ball zu arbeiten, weil wir natürlich schon offensiv ausgerichtet sein wollen und auch nach vorn spielen wollen, aber die Basis von allem Erfolg im Fußball ist einfach, dass es defensiv gut funktioniert. Deswegen war das für uns erstmal so der wichtigste Aspekt heute in dem Spiel, und wenn wir dann aus dieser Situation heraus gut organisiert zu sein, Ballgewinne zu haben, dann nach vorne spielen können, dann sind wir auch gefährlich. Das haben wir dann gezeigt. Glücklicherweise haben wir dann auch zum relativ frühen Zeitpunkt die 1-0-Führung erzielen können, was uns dann schon in die Karten spielt. Und ja, Cottbus nicht so die richtigen Mittel gefunden hat, um uns in der Defensive auszuspielen. Eine richtig gute Torchance hatten sie in der ersten Halbzeit, als sie über die rechte Seite gekommen sind. Und ja, ansonsten haben wir das eigentlich ganz gut defensiv hinbekommen. Konnten zum richtigen Zeitpunkt nachlegen, und dann ist es gegen eine Mannschaft für uns, die im Umkehrspiel gut ist, die wirklich schnelle Spieler in ihren Reihen hat, ballsichere Spieler in ihren Reihen hat, die dann auch die Laufbereitschaft hat, dann immer wieder diese Wege zu gehen, da ist es dann einfach schwer, gerade bei den Temperaturen heute, und deswegen bin ich dann froh, dass die Mannschaft das dann auch letztendlich sicher nach Hause gespielt hat, und ja, hoffe, dass Energie Cottbus einfach die Kurve wieder bekommt und dann auch relativ schnell wieder Anschluss finden. In dieser Saison sind wirklich viele Mannschaften oben dabei. Und wenn man eine kleine Serie hat, dann kann man sicherlich auch wieder relativ schnell ein paar Plätze nach oben klettern. Dafür wünsche ich alles Gute. Danke. Ja, vielen Dank, das hoffen wir auch. Aber erstmal übergeben wir das Wort an Pele Wollitz. Ja, erstmal danke und Gratulation an St. Pauli. Ich denke, dass jede Schlüsselsituation im Moment, die wir uns aber auch selbst zuzuschreiben haben, erstmal bestraft wird und auch gnadenlos aufgedeckt wird, dass viele nicht frei sind. Frei meine ich, dass sie nicht überzeugt sind. Wir haben es nicht geschafft, für dieses Spiel eine selbstbewusste, überzeugende Truppe aufs Spielfeld zu finden. Ich denke, dass bis zum 0-1, dass ein abgefälschter Schuss zum Eckball führt und dieser Eckball dann sofort bestraft wird, weil zwei Spieler die Räume nicht besetzen, obwohl sie da ganz klar eingeteilt waren. Das 0-1, dann hatten wir, wie der André sagte, eine sehr, sehr ordentliche Chance zum 1-1, aber auch mehr nicht. Wir haben überhaupt keinen Druck aufs Zentrum gekriegt, wir haben keine 1-gegen-1 Situation gesucht, keine Lösung gefunden, machen dann zum x-ten Mal Aufbaufehler, wo der Spieler schon dahin gelenkt wird, dass er in die Schnittstelle spielen soll. Ich finde, dass man dann auch mal den Kopf hochnehmen darf und dann vielleicht über die Breite spielen kann oder auch mal abhaken kann und vielleicht auch noch mal hinten rum, aber nicht so. Auch dieser Fehler wird auch wieder gnadenlos bestraft, obwohl wir dann noch das versucht haben, gut zu verhindern. Geht der oben rein, 0-2, Halbzeit, und ich finde, dass ganz klar zu erkennen ist, dass viele Spieler nicht in dem Selbstvertrauen sind, was du haben musst, aber du kannst auch dich nur selbst in den Selbstvertrauen reinbringen. Also wenn du glaubst, dass einer für dich den Schalter anmacht und abends wieder aus, finde ich das auch ein bisschen zu einfach, sondern du musst dagegen angehen. Und gegen angehen ist, indem ich mich zeige, indem ich mich präsentiere. Auch wenn es mal nicht so läuft, diese Phasen gibt es ja. Ich glaube, dass das schon sehr, sehr, sehr viele Mannschaften erlebt haben. Nur man muss sie auch akzeptieren. Akzeptieren ist aber auch nur, wenn man nicht nach anderen guckt, sondern nach sich und gegen den Trend angeht. Das haben wir nicht hinbekommen. Haben das 0-3 bekommen, haben dann eine gute Situation gehabt zum 1-3. Und wie wir uns beim 1-4 verhalten haben, muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich nicht in Ordnung. Im Gegenteil, das finde ich sogar bedenklich, weil da auch wieder genug Spieler waren. Da fehlt dann völlig die Organisation. Es fehlen völlig dann die Spieler, die dann auch für die Ordnung sorgen.
Nochmal, also nur Sonnenschein im Fußball, das gibt es nicht, sondern gerade in dieser Phase müssen sich die Spieler zeigen, die dann auch den Anspruch haben, sich zeigen zu können. Und jetzt müssen wir diese Zeit nutzen, nicht nur zu analysieren und auch klar erstmal die Spieler so da wieder hinzubekommen, dass sie überzeugt sind. Also ich will das nicht schönreden, es gibt auch nichts schön zu reden, es gibt auch nichts zu vertuschen, nur eins ist klar, diese Mannschaft hat hier genau vor drei Wochen, hat sie begeisterungsfähigen Fußball gezeigt. Genau heute vor drei Wochen ist sie eigentlich durch individuelle Fehler in einer Schieflage gekommen, aber ist eigentlich aufgrund ihres Spiels mit Standing Ovation nach Hause gegangen. Und wir sind dann in einen Trott reingekommen, wo wir persönliche Fehler gemacht haben. Nur die hören auch dazu, nur du musst wieder aufstehen. Also hinfallen, okay, aber dann steh wieder auf. Und das geht nur mit harter Arbeit, aber extrem mit Ehrlichkeit. Und das gilt es, die Spieler in den nächsten 14 Tagen darauf vorzubereiten. Den St. Paulianer wünsche ich eine gute Heimfahrt, hoffentlich keine Zwischenfälle wie gestern. Und bei uns, muss ich einfach sagen, geht weiter. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Peter Wollitz. Sofern es Fragen gibt, bitte ich um ein kurzes Handzeichen. Wir haben ein Mikrofon im Raum. Wer macht den Anfang? Gut, gibt keinen Anfang, das ist im Prinzip gleich das Ende. Dann bedanke ich mich fürs Erscheinen. Ein schönes Restwochenende den Gästen, guten Heimreiseweg. Bis dahin, Wiedersehen.